Shalom und herzlich willkommen bei Fokus Jerusalem. Wir wünschen Ihnen allen ein fröhliches und gesegnetes neues Jahr. Ja, Sie haben richtig gehört. In Israel hat das Jahr 5780 begonnen. Mehr dazu gleich in unserer Sendung, die heute diese Themen hat. Rosh Hashanah, süßer Start ins neue Jahr. Fotografin Debbie Simmelman unterwegs mit Kampfsoldatinnen. Johannes Gerloffs biblischer Impuls, der Teig. Wir beginnen aber wie gewohnt mit einem Blick auf die wichtigsten aktuellen Meldungen aus Israel. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Israelische Sicherheitskräfte haben in einer gemeinsamen Operation von Geheimdienst, Armee und Polizei die mutmaßlichen Mörder der 17-jährigen Rina Schnerb festgenommen. Ende August war die junge Frau bei einem Bombenanschlag getötet worden. Ihr Vater und ihr Bruder wurden schwer verletzt. Die drei Festgenommenen sind Palästinenser und Mitglieder der Volksfront für die Befreiung Palästinas. Sie waren laut Armee auch an der Planung anderer Angriffe, einschließlich Schießereien und Entführungen, beteiligt. Die Bevölkerung Israels wächst weiter. Im Heiligen Land leben derzeit 9,092 Millionen Menschen. Damit hat die Zahl der Einwohner im Vergleich zum Vorjahr um 2% zugenommen. Grund dafür: mehr als 196.000 Babys wurden geboren. Die Sterberate liegt bei 50.000. Zudem machten 35.000 Menschen Aliyah, wanderten also nach Israel ein. Im Jahr 2024 wird die Zahl der Einwohner voraussichtlich mehr als 10 Millionen betragen. Diese Zahlen hat Israels Büro für Statistik zum jüdischen Neujahrsfest veröffentlicht. Und schon stehen die nächsten Feiertage an. In Israel haben die Vorbereitungen für das Laubhüttenfest Sukkot begonnen. Fromme Juden bauen Laubhütten und übernachten dann unter Palmwedeln. Sukkot ist ein Erntedankfest und erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Mehrere tausend Pilger aus der ganzen Welt werden zu Sukkot erwartet. Das Laubhüttenfest ist ein ausgesprochen fröhliches Familienfest. Es beginnt am 13. Oktober. Ein Höhepunkt des Laubhüttenfestes ist der Jerusalem-Marsch. Mehrere 10.000 Teilnehmer aus aller Welt werden mit ihren Landesflaggen durch die heilige Stadt marschieren und so ihre Unterstützung für Israel zeigen. Neben ganzen Belegschaften von Unternehmen marschieren Soldaten und Polizisten mit, aber auch zahlreiche Christen. Das erklärt Jürgen Bühler von der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem. Die ganzen Delegierten, die laufen dann durch die Straßen Jerusalem, machen mit, was die Stadt Jerusalem ohnehin organisiert, jedes Jahr. Aber die Christen sind dabei mit Abstand immer die größte Delegation in diesem Jerusalem-Marsch. Und für viele Israelis ist es enorm bewegend zu sehen, dass hier Christen aus der ganzen Welt kommen und sagen: Israel, wir lieben dich, wir stehen an eurer Seite, wir wollen euch unterstützen. Viele Israelis haben mir schon gesagt, die sind mit Tränen am Marsch gestanden, haben gesagt: Mensch, wir leben ja fast in messianischen Zeiten. Wenn die Nationen anfangen, uns zu lieben, das ist was ganz Besonderes. Fokus Jerusalem wird den Marsch am 17. Oktober, wie schon im Vorjahr, live auf Facebook übertragen. Wir kommen zum Wetter. In Jerusalem bleibt es heiter bei Temperaturen bis 30 Grad. Am Roten Meer werden bei strahlendem Sonnenschein 36 Grad erreicht. Soweit die Nachrichten für diese Woche. Aktuelle Meldungen aus Israel finden Sie auf unserer Homepage www.fokus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut! Der jüdische Kalender orientiert sich sowohl an den Mondphasen als auch am Sonnenjahr. Gezählt werden die Tage ab der Schöpfung der Welt. Dadurch befinden wir uns jetzt bereits im 6. Jahrtausend. Ein neues Jahr beginnt jeweils im Herbst mit dem ersten Tag des Monats Tischri. Dieser Tag wird Rosh Hashanah genannt, was übersetzt Kopf des Jahres bedeutet. Zum Neujahrsfest gibt es verschiedene Traditionen und Bräuche. Eine wichtige Rolle spielen dabei Schofarhörner, Äpfel und Honig. An Rosh Hashanah wird das Schofar geblasen, so ist es im Judentum Brauch.
Der Ton des Widderhorns symbolisiert den Ruf eines Menschen, der seine Gefühle nicht in Worte fassen kann. Der einfache Klang steht für einen Schrei aus der Tiefe des Herzens. Der Allmächtige antwortet und schenkt ein gutes neues Jahr. Gut und vor allen Dingen süß soll das neue Jahr werden. Kurz vor Rosh Hashanah herrscht auf dem Mahane-Jehuda-Markt in Jerusalem Hochbetrieb. Denn zum jüdischen Neujahr gehören Granatäpfel, Karotten, Honig und Äpfel. Was es mit den Früchten auf sich hat und was es sonst Wissenswertes rund um Rosh Hashanah gibt, erzählt uns heute Rabbiner Arik Spieker. Er war mehrere Jahre lang als Rabbi in Zürich tätig. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Israel und engagiert sich für jüdisch-christliche Verständigung und Zusammenarbeit. Shalom, mein Name ist Arik Spieker. Ich bin hier in Gush Etzion in Israel. Und ich möchte Sie ein bisschen über Rosh Hashanah, das jüdische Neujahr, erzählen. Nun, das jüdische Neujahr ist ein bisschen einzigartig. Die Datum des jüdischen Neujahrs, erster Tag von das Tishrei-Monat, die Name von erster jüdischer Monat, ist die Datum der Schöpfung des Menschen. Zwei Dinge sind es, die an Neujahr für einen gläubigen Juden besondere Bedeutung haben. Eines davon ist Beten und innere Umkehr. Das jüdische Neujahr, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah wörtlich übersetzt bedeutet Kopf des Jahres, Beginn des Jahres, ist eine Zeit des Richtens. Wir treffen Gott als Richter. Gläubige Juden verbringen an Rosh Hashanah viel Zeit in der Synagoge, sprechen Bußgebete und bereiten sich auf das neue Jahr vor. Der zweite zentrale Punkt ist das Blasen des Schofars. Einige jüdische Gelehrte sagen, der Klang des Widderhorns soll die Gläubigen aufwecken, damit sie zum Allmächtigen umkehren. Anderen sagen, das ist das traditionelle Tönen, wie wenn man einen neuen König anerkennt. So war es in biblischen Zeiten. Wir krönen Gott wieder. Gott ist König. Und hier haben wir auch ein weiteres Element, sehr spezielles Element von Rosh Hashanah. Und das sind bei den Rosh Hashanah-Mahlzeiten. Bei Juden geht alles durch dem Essen, wo man isst, was man isst, wenn man nicht isst. Und am Anfang von Mahlzeit, bevor man zum Fleisch oder Milch oder jeder, was er bevorzugt, isst, beginnt man die Mahlzeit mit Zeichen, mit was man Simanim nennt. Etwas, das symbolisch unsere Wünsche bedeutet. Ein paar von den sehr bekannten, vielleicht der bekannteste, ist, dass man einen Apfel nimmt. Man macht selbstverständlich die Bracha, das Segen, wie man es immer macht, bevor alles, was man isst oder trinkt. Und man taucht es im Honig. Und dann sagt man ein kurzes Gebet, nur zwei Sätze, wo man betet für ein süßes Neujahr. Und was es bedeutet, das ist auch der Wunsch, dass die Juden einander wünschen am jüdischen Neujahr, ein süßes Jahr. Was bedeutet ein süßes Jahr? Wir glauben, dass schlussendlich alles gut ist. Auch was uns schlecht aussieht, ist tief gesehen gut. Ein anderes Beispiel ist das Granatapfel, Rimon auf Hebräisch, wo wir auch das nehmen und essen. So viele Kerne wie der Granatapfel hat, so zahlreich sollen im neuen Jahr auch die guten Taten des Menschen sein. Es gibt noch viele, viele weitere, nur ein anderes Beispiel, Karotten. Karotten auf Hebräisch ist Gezer und das tönt wie Gzera, eine Entscheidung. Und hier beten wir um gute und positive Entscheidungen. Also ich wünsche Sie allen auch ein Shana Tova und Yetuka, ein gutes, süßes Jahr, nur mit guten Sachen. Happy New Year, Shana Tova, Chag Sameach. Einen besonderen Segen für alle Freunde von Fokus Jerusalem wünscht Safets Oberrabbiner Shmuel Eliyahu. Ich möchte die
Ich möchte die Zuhörer, die Zuschauer segnen, dass es ihnen gewährt wird, diese Welt sowie ihr eigenes Leben aufblühen zu sehen. Mit mehr Licht, mehr Liebe, mehr Glück, mehr Segen, mehr Leben, mehr Kindern und mehr Gutem. Und am allerwichtigsten, nicht nur zu sehen, sondern gemeinsam die Welt an einen besseren Ort zu führen. Ein Teil davon zu sein, um die Welt in Ordnung zu bringen. Das ist die größte Aufgabe von uns Menschen. Ein gutes und gesegnetes Jahr uns allen. Wir machen mit einem ernsteren Thema weiter. Das israelische Militär gilt als die schlagkräftigste Armee des Nahen Ostens. Sowohl Männer als auch Frauen kämpfen, um den kleinen jüdischen Staat zu verteidigen. Mittlerweile stehen Frauen alle Funktionen offen und so leisten Soldatinnen ihren Dienst in verschiedenen Kampfeinheiten. Die Dokumentarfotografin Debbie Simmelman hat die jungen Frauen mehrere Jahre lang mit der Kamera begleitet. Frauen an der Front und mit Maschinengewehr. In Israel müssen nicht nur Männer, sondern auch jüdische Frauen Wehrdienst leisten. Ganze 24 Monate lang. Dabei gilt das Prinzip der Gleichberechtigung. Frauen dürfen in jeder Funktion in den Streitkräften dienen, auch in Kampfeinheiten. Warum melden sich Frauen freiwillig für gefährliche Einsätze? Wie kommen sie mit der harten Ausbildung zurecht? Mit der Kamera in der Hand ist die Fotografin Debbie Simmelman diesen Fragen nachgegangen. Daraus entstanden ein Bildband und eine Ausstellung: Frauen an der Front. I grew up in America and I moved to Israel when I was 22. Ich bin in Amerika aufgewachsen und nach Israel gezogen, als ich 22 Jahre alt war, vor langer Zeit. Als ich hierher kam, war ich schon zu alt, um in die Armee zu gehen. Ich wurde als zu alt eingestuft. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es eine israelische Erfahrung ist, die ich verpasst habe. Als die Tochter meiner Freundin in das Alter kam, der Armee beitreten zu können, entschied sie sich, Kampfsoldatin zu werden. Das war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass Frauen in die Kampfeinheiten dürfen. Und da habe ich mir gedacht, da ich nicht zur Armee gehen durfte, wäre es naheliegend, sie in der Armee zu fotografieren. Kampfsoldatinnen ablichten, das erwies sich schwieriger als gedacht, denn die Armee wollte keine Fotografin dabei haben. Doch Debbie Simmelman blieb hartnäckig. Schließlich bekam sie die Erlaubnis. Ich war bei vielen verschiedenen Militäreinheiten, so viele wie ich besuchen durfte. Einfach um zu sehen, was sie machen, um sie zu fotografieren und Zeit mit den jungen Frauen zu verbringen. Ich hörte ihre Geschichten. Also für mich war das toll. Es hat sich schon fast so angefühlt, als würde ich zur Armee gehören, obwohl ich nicht schwer arbeiten musste. Rund 20 Kampfeinheiten hat die Fotografin innerhalb von 3 Jahren begleitet. Entstanden sind in dieser Zeit einzigartige Aufnahmen. Hautnah und unmittelbar gewähren sie seltene Einblicke in den harten Alltag der jungen Soldatinnen. This one is more interesting story. Hinter diesem Bild steckt eine interessante Geschichte. Wie man sieht, befinden sie sich alle auf engstem Raum. Diese Einheit heißt Isuf Grave oder Nachrichtendienst auf dem Feld. Sie bewachen die Grenzen nach Jordanien und Ägypten. 11 junge Frauen sind in diesem engen Zelt und sie müssen dort 24 bis zu 48 Stunden ausharren. Sie sind auf sich allein gestellt und haben nur die Sachen, die sie mitgebracht haben. Ich war bei ihnen im Zelt und habe aus nächster Nähe mitbekommen, wie es sich anfühlt, die ganze Zeit dort eingepfercht zu sein. Wie es ist, wenn man für so viele Stunden an so einen winzigen Fleck gebunden ist. So for me again, it was amazing to be part of that experience. Eine Extremsituation für die jungen Frauen. Die Soldatinnen einer Einheit werden enge Freundinnen und sozusagen eine Familie, erzählt Debbie Simmelman. Als Fotografin war sie immer nah dran und hat sogar an einem 12 Kilometer langen Marsch teilgenommen. Ihre Aufnahmen erlauben einen Blick aus nächster Nähe. Der Betrachter wähnt sich am Ort des Geschehens.
Das Ideal eines Fotografen ist, dass die anderen dich sozusagen vergessen. Am Anfang wussten sie nicht so genau, wie sie sich mir gegenüber verhalten sollten. Aber nach etwa 3 bis 4 Stunden haben sie gar nicht mehr daran gedacht, dass ich auch da bin. Wenn das so ist, kann ich die tollsten Bilder schießen, weil ich dann einfach Teil des Geschehens bin. Also viele meiner Lieblingsbilder sind in dieser Situation entstanden, in dieser Einheit. So some of my favorite pictures came from this situation, from this unit. Die Fotografie ist Debbie Simmelmans Leidenschaft und seit über 20 Jahren auch ihr Beruf. Ihre Arbeiten wurden mehrfach preisgekrönt und bereits auf 3 Kontinenten ausgestellt. Ihre Motive sind vielseitig. Am liebsten widmet sie sich der Dokumentarfotografie. Ich denke, das Tolle ist, dass ich an viele verschiedene Orte komme, an die ich sonst nie gelangen würde. Die Möglichkeit haben, mittendrin zu sein, bei so etwas ganz anderem. Eine Welt zu entdecken, zu der man sonst keinen Zutritt hat. Meine Kamera schenkt mir diese Möglichkeit. Die Kampfsoldatinnen setzen ihr Leben aufs Spiel, um ihr Heimatland zu verteidigen. Debbie Simmelmans Fotos dokumentieren das eindrucksvoll. Die Fotografin möchte gerne weitere Ausstellungen und Buchtouren machen. Besonders freuen würde sie sich über eine Einladung nach Deutschland. Bei uns geht es nun um Teig. Wir wollen nicht etwa zusammen backen. Der Teig steht in Zusammenhang mit einem Gebot, das einst Mose von Gott erhalten hat. Dahinter steht ein heiliges Prinzip, das uns nun der Jerusalemer Theologe Johannes Gerloff erläutert. Wir sind richtig mittendrin in Römer 11 und ich ziehe immer wieder die Linien durch den Zusammenhang. Wir wollen uns nochmal den Kontext ansehen. Also Paulus geht aus von der Frage, in Römer 11, Vers 1 hat Gott sein Volk verworfen und er versichert dann ganz vehement, Gott hat sein Volk nicht verworfen und das beweist er dann im Folgenden, seht mich an erstens. Er sagt zweitens, denkt dran, was die Schrift sagt, da sind 7000 immer gewesen, die ihr Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und dann zeichnet Paulus diesen faszinierenden Plan Gottes, wie Gott seinem Volk die Augen zuhält, damit der Messias Israels, also der König von Israel, zum Erretter der Nichtjuden wird, damit Israel sie eifersüchtig, also Israel auf sie eifersüchtig wird, damit sie Israel eifersüchtig machen. Und er zeigt hier einen Zusammenhang. Also der Messias ist zu den Nichtjuden gekommen, damit sie Israel eifersüchtig machen. Und das provoziert dann Israel. Und wenn dann die Vollzahl von Israel da ist, was auch immer, Paulus zeigt uns nur hier, dass der Zusammenhang da ist, dann bedeutet das eine atemberaubende Erweckung. Leben aus Toten für die nichtjüdische Völkerwelt. Und so kommen wir jetzt zu Römer 11, zu Vers 12 und 15, wo er diese Aussage macht, die vermutlich nicht nur heute manchen negativ aufstößt oder sogar Fragen des Stirnrunzeln verursacht. Paulus, kann das tatsächlich sein, wenn du sagst, dass der geistliche Zustand der nichtjüdischen Welt, dass der bis heute direkt abhängig ist vom geistlichen Zustand Israels. Kann das tatsächlich sein? Und Paulus unterstreicht das nochmal, ja, das kann sein. Nicht nur das kann sein, das ist so. Und das Erste, was er jetzt in Römer 11, Vers 16 macht, ist, ich lese Ihnen das einfach mal vor, er schreibt, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, dann ist auch der ganze Teig heilig. Und hier muss ich jetzt wieder weit ausholen, um Ihnen diesen Satz zu erklären. Zum einen verwendet der Paulus hier wieder eine rabbinische Auslegungsregel. Und zwar ist es in dem Fall ein Analogieschluss. Er sagt, wenn schon, dann schon. Also
wenn die Erstlingsgabe heilig ist, dann auch der ganze Teig heilig. Aber er spricht jetzt hier mit dem Teig etwas an, das geht zurück auf den Opferdienst in der Stiftshütte schon. Und zwar in 4. Mose 15, da sagt Gott zum Mose, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, in das ich euch bringen werde, ist interessant, diese Gabe ist verbunden mit dem Land. Dieses Gebot kann außerhalb des Landes gar nicht erfüllt werden. Es gibt Leute, die sagen, dass Paulus in Römer 9 bis 11 das Land überhaupt nicht anspricht. Das Land atmet durch den ganzen Text hindurch. Was Paulus sagt, ist ohne das Land Israel gar nicht denkbar. Und das sehen wir jetzt hier. Und ihr esst von dem Brot des Landes, sagt Mose. So sollt ihr dem Herrn eine Opfergabe darbringen. Als Erstling eures Teigs sollt ihr einen Kuchen als Opfergabe darbringen. Und wie die Opfergabe von der Tenne, so sollt ihr auch dem Herrn den Erstling eures Teiges geben. Das ist ein Prinzip, das bis heute jeder, der Jude ist und der jüdisch lebt, versteht. Weil, sehen Sie, auch Brot muss koscher sein. Und das zum Beispiel die Challah, das Brot, das am Schabbat gegessen wird, wird dadurch koscher gemacht, indem, wenn der Bäcker das backt oder die Hausfrau das backt, ja, wird am Anfang ein kleines Stück Teig weggenommen und wird verbrannt. Wird praktisch Gott als Opfer dargebracht. Und dadurch wird der ganze Teig, das ganze Brot geheiligt. Das ist eine Sache, die geht zurück auf den Opferdienst in der Wüste. Das ist eine Sache, die wird hier von Paulus angesprochen. Das ist ein grundlegendes Prinzip, das wir in seiner Theologie verstehen müssen. Und das ist eine Sache, die bis heute im jüdischen Volk praktiziert wird. Grundlegende Prinzipien der jüdischen Theologie und die praktische Ausübung im heutigen Israel. Das erklären wir Ihnen in dieser Sendung. Wenn Sie diesen biblischen Impuls noch einmal hören wollen, oder wenn Sie eine Folge verpasst haben, auf unserer Homepage www.focus-jerusalem.tv finden Sie alle biblischen Impulse und alle unsere Sendungen in voller Länge. Noch mehr Nachrichten, Fotos und Videos gibt es auf unseren Seiten bei Facebook, Instagram und Twitter. Und telefonisch erreichen Sie uns kostenlos unter der Nummer 0800 7243 240. Die Juden sind dazu erwählt, uns das Heil zu bringen. Eine Aussage von Johannes Gerloff, die sich als roter Faden durch unsere Sendungen zieht. Wenn Sie uns dabei helfen möchten, diese gute Nachricht im deutschsprachigen Europa bekannt zu machen, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung durch Gebete und Spenden. Bei Focus Jerusalem zeigen wir Ihnen aktuelle Berichte aus Israel. Wir vermitteln Hintergrundinformationen und verweisen auf biblische Bezüge. Das geht nur mit Ihrer Unterstützung, denn wir bekommen keine Zuschüsse von Kirchen, Ländern, Organisationen oder Zeitschriften. Focus Jerusalem ist ein unabhängiges Fernsehmagazin, das ausschließlich von seinen Zuschauern getragen wird. Sie können die Produktion dieser Sendung unterstützen. Der gemeinnützige Verein Medienförderung Shalom Israel e.V. hat für uns ein Spendenkonto eingerichtet. IBAN DE36-6605 010101 08-23-7553. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.focus-jerusalem.tv. Ganz herzlichen Dank für alle Gaben und Gebete. Auch im neuen Jahr 5780 sind wir jede Woche mit neuen Berichten und Reportagen aus Israel für Sie da. Das nächste Mal kommende Woche zur selben Zeit. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und herzlichen Dank auch für alle Ermutigungen und allen Zuspruch. Wir verabschieden uns mit Luftaufnahmen, die wir über den Golanhöhen gedreht haben. Ihnen eine gesegnete Zeit und machen Sie's gut.
und nächste Woche bei Fokus Jerusalem. Moderne Landwirtschaft, Wein und Oliven aus dem Heiligen Land. Moderne Feuerlöscher, eine israelische Erfindung schützt Elektrogeräte. Biblischer Impuls von Johannes Luitle, der Weg aus der Wüste.